Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von unserer Set-Spotlight-Reihe Outlaws Off oder von Thunder Junction. Bei mir ist wieder der Patrick. Servus. Und wir haben heute die schwarzen Karten und legen gleich los, nachdem wir im letzten Set bei Blau die Snapcaster-Mage-Variante des Sets besprochen haben, besprechen wir dieses Mal die Dark Confident-Variante des Sets, nämlich das kaustische Bronco, ein farbloses und schwarzes, eine 2-2-Kreatur, Office Pferd Reittier mit einem wilden Artwork. Ja. Immer wenn das kaustische Bronco angreift, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf und nimm sie auf deine Hand. So, falls das kaustische Bronco nicht gesattelt ist, verlierst du Lebenspunkte in Höhe des Mana-Betrags. Andernfalls verliert jeder Gegner entsprechend viele Lebenspunkte. Und auf Satteln 3. Ähnlich wie der Frosch. Ja, aber das da muss. Frosch, oder? Ja. Dieses Viech. Ja, aber da musst du nicht connecten bei dem, das ist schon ein Vorteil. Du kannst einfach angreifen. Pah, deckst irgendwas Fettes auf. Draco und bam, 16 ins Gesicht. Nice. Gefällt mir. Ja, finde ich gut. Vor allem, weil du halt mit dem Aufsatteln wirklich anfangen kannst, den Gegner zu trainen. Oder die Gegner sogar. Ja, ich meine, man muss ja sowohl bei dem als auch beim anderen realistischerweise sagen, wie viele Textwisten haben mit einem 2-2er. Der. Zwei. Ja, okay. Mal was? Ja. Ich bin ein Optimist. Ja, okay. Wahrscheinlich hat meinen, aber ja. Ja, ja, ganz netter Effekt. Beim anderen leider. Musst du mehr als einen haben, weil dann kannst du uns das nicht connecten, dann hat er gar nichts gemacht. Ja. Leider. Ja. Ui, die ist auch schon wieder da. Mhm. Gieser die Grabweckerin. Das passt flavortechnisch. Ach, das Artwork ist schon wieder cool. Drei farblose, zwei schwarze, 4-4 legendäre Kreatur, Mensch, Hexenmeister. Die buddelt da am Friedhof die Cowboys aus. Jawohl. Abwert 2 und 2 Lebenspunkte bezahlen. Das ist schon doppelt teuer. Nicht so schlecht. Skelette und Zombies, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 und haben Bedrohlichkeit, also Menes. Ja. Und immer wenn du ein Verbrechen begehst, erzeuge 2 getappte 2-2 blau und schwarze Zombie-Räuber-Kreaturspielsteine. Diese Fähigkeit wird einmal pro Zug ausgelöst. Okay, aber das ist trotzdem solide. Sehr solide. Also du kannst sicher aktuell das Mono-Black-Zombie-Skelette-Deck machen. Es gibt genug Support, plus halt Removal und Discard und dann triggerst du die auch noch und sie ist das Top-End halt, weil du hast für 2 Mana... Du legst so, machst Targets sowas und hast so 10 Power aufs Board geklatscht. Ja. Ja. Ja, ist schon okay. Schon nicht so schlecht. Und ich meine, du hast für 2 Mana dieses Enchantment... Also diesen Case, wo du den 2-1er Menace-Zombie kriegst, Skelett kriegst. Der Demonic Tutor machen kann. Ne? Genau, dann hast du für 3 Mana das Ding, wo du den 2-2er Skelett kriegst, was, wenn du es descended bist, wieder auf die Hand nehmen kannst, wo alle deine Haste haben sogar. Mhm. Das heißt, du kannst schön, also die 2 allein kannst du 2er, 3er Drop, den irgendwie 4er Drop findest noch oder was auch immer und kannst schön curven. Mhm. Gefällt mir. Ja. Also, glaube ich, ist coole Karte, ja. Kann man sicher was machen damit. Ja. Kann man Deck bauen. Das finde ich eine coole Karte. Das ist ein cooles Artwork, bitte. Ah ja, der hat diesen Vault im Auge. Das ist ein Auge mit einem Vault, das schaut richtig arg aus. Gierig. Ja, gierig. Unstillbare Habgier, sehr passend. Ein schwarzes und plus, eine Hexerei, hat offensichtlich wieder mal Exzess. Für +2 farblose durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, mische danach und lege die Karte oben darauf. Oder... Für +2 schwarze. Ein Spieler deiner Wahl zieht 3 Karten und verliert 3 Lebenspunkte. Das heißt, für 5 Mana kannst du dir was raussuchen. Dann ziehst du das und 2 weitere Karten. Mhm. Ich finde das schon sehr gut. Allein ja, für 3 Mana ein Tutor ist schon sehr gut. Ja. Ich meine, er puttet nur unter Anführungszeichen oben aufs Deck. Ja. Aber ist nicht so schlecht. Ja, auch, dass du einfach für 3 schwarze 3 Karten ziehen kannst und 3 Lebenspunkte verlieren. Ist auch okay. Ja. Ist einfach eine sehr, sehr, sehr solide Karte. Ja. Ja, gefällt mir. Mhm. Also. Wird sicher Play sein. Wird sicher in mehreren Formaten Play sein. Ganz sicher. Ja. Also in Commander wird ja jetzt auch schon so sein im Blatt und sowas wieder gespielt. Ja, und das ist einfach okay. Besser. Kostet halt ein Mana mehr, macht, skaliert genau wie sein im Blatt. Ja. Und aber hat auch die Möglichkeit zu tutern. Ja. Und super. Du kannst die 2 Mana wenigstens von deinem Solring verwenden. Oh ja, stimmt. Alter. Land Solring, Land unstillbare Habgier. Geil. Getcher. Ja. Cruising. Alter. Kerweck, der Vollstrecker.
Welcher war denn das? Ist das der aus Time Spell Remastered? Ist der mit Reprint 3.3? Oder wo war der drinnen? Kerweg? Ja, Kerweg ist der aus Time Spell, der schwarz-rote Dude. Ah, das kann sein, ja. Kerweg, der Vollstrecker. Ein farbloses 2-schwarze, 3-3. Legendäre Kreatur, Mensch, Hexenmeister. Das ist auch ein krasses Artwork, so by the way. Ja, der fackelt, der hat, der hat seine Feuerlasse. Ja, der hat eine fackelt alle ab. Feuer und hat selber brennt ihm die Birnen. Schaut echt arg aus. Immer wenn du ein Verbrechen begehst, schicke bis zu eine schwarze Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil und kopiere sie. Mhm. Du kannst die Kopie wirken. Falls du dies tust, verlierst du 2 Lebenspunkte. Es ist ein Verbrechen, einen Gegner Karten in seinem Friedhof oder etwas unter seiner Kontrolle Ziel zu bestimmen. Ja. Ja. Ja, also wenn ich da, keine Ahnung, den Grieselbrand kopiere, weil ein permanentes Zaubersprüche werden zu Spielsteinen, ja, die Sache dann sage ich sofort 2 Leben. Ja, die Sache ist, du musst die Mana-Kosten bezahlen. Ne? Ja. Warum? Und kopiere sie. Ja, du kannst die Kopie wirken. Wie wirkst denn du eine Karte, Patrick? Wo steht, dass ich die Kopie wirken kann? Du kannst die Kopie wirken. Ach so. Fuck. Ich habe das komplett überlebt. Kopiere sie und dann ist sie passiert. No, that's not how this card works. Sad. Ja. Das hat's grad, hat mir gerade der Hexmeister viel schlechter gemacht. Ja. Ja. Wo war denn noch drin? 4 Mana, 3-3 und irgendwie Kreaturen kriegen -1/-1 oder so irgendwas. Keine Ahnung. Gab es noch einen monoschwarzen Dude von dem? Ja, der reiht sich ein in eine Reihe nicht sehr aufregender Karten. Tut mir leid, dass ich ihn reingenommen habe. Ich habe das falsch gelesen. Ich war viel mehr excited. Erbarmungsloses Gemetzel. Bist du deppert. 3 farblose und ein schwarzes. Eine Hexerei. Man kann sie aushacken für ein farbloses und 2 schwarze. Also quasi in der Runde, bevor du sie casten könntest, kannst du sie auch gleich aushacken. Opfere eine beliebige Anzahl an Permanenten, die du kontrollierst, und ziehe dann entsprechend viele Karten. Ja. Finde ich eine sehr interessante Karte für irgendwelche Combo-Decks. Ja. Definitiv eine Combo-Deck. Du hackst sie aus. Und im Combo-Zug kommst du Mana, spielst zack, 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 dann opferst alle deine Länder rein und ziehst weiter und das geht los. Also ich kann mir das auch im Modern vorstellen, eben wo du deine Länder opfern kannst, wo du auch so Sachen wie, fällt mir schon wieder der Name nicht ein, das ist Fifth Dawn, das Artefakt, was du sunbursten kannst mit 2 Marken drauf. Painted Prison. Painted Prison, das kannst du dann auch opfern. Ja. Das ist, hat dann eher seine Arbeit schon getan. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du da halt wieder so ein richtig krasses Combo-Deck bauen kannst mit dem. Weil das ist einfach Card Advantage machen aus nichts heraus ist halt super. Kann was zur Underworld Bridge liegen und castest die Karten und wieder aus dem Friedhof, weil du die Sachen gesackt hast. Ja, also, ja, finde ich cool. Gefällt mir. Das Artwork finde ich irgendwie... Gefällt mir gar nicht. Das finde ich zu batzig. Was soll das sein, bitte? Ja, das ist scheinbar irgendein fetter Drache, der da fliegt, ne, mit seinem der hat 2 Münder und macht das ein Feuermeer, aber es gefällt mir gar nicht. Das Artwork finde ich ganz schlecht. Ja, ich auch. Aber die Karte ist gut. Ja. Man kann nicht alles haben. Ah, das ist eine geile I Karte. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ja, also das fast die coolste Karte aus dem Set. Das coolste ist Flavor, der coolste ist der Text. Der Text, Der nämlich nicht mal der Flavortext, sondern der Beschreibtext der Ability. Mhm. Bitte lies es komplett. Schuss auf den Sheriff. Ein farbloses, ein schwarzes Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, die kein Gesetzloser ist. Klammer. Assassine, Hexmeister, Piraten, Räuber und Söldner sind Gesetzlose. Alles andere sind freiwillig. Geil. Alle anderen sind freiwillig. Richtig gut. Und wo ist der Deputy, Alter? Wo ist der Hilfs-Sheriff? Ja. So gut. Richtig geile Karte. Richtig. Und ist auch tatsächlich eine gute Karte. Ja. Ich finde die Karte nämlich... Also im Standardformat vermutlich wird sie nicht super toll sein. Aber wobei gut genug vermutlich. Gut, aber gerade im Pioneer zum Beispiel, wo man sich überlegt, spiele ich jetzt Go for the Throat oder spiele ich das Bitter Triumph, ist das eine gute Alternative actually. Ja. Weil ich glaube, es gibt nicht so viele Hexmeister, Piratenräuber und also Söldner, nein, die aktuell gespielt werden. Du kannst wirklich viel kaputt machen, actually. Ja. Und großartig. Sie hat keine, also sie hat so gesehen kaum eine Downside, ja. Ja. Großartig. Ja. Großartige Karte. Und halt. Super, einfach mega Text. Ja, geil. Gefällt mir sehr gut. Knöchlingsbandenbeitritt.
Keine bei uns. Ja. Kostet ein schwarzes. Ist eine legendäre Verzauberung. Ganz klar, wenn der mal wo einer Bande joint. Wenn Knöchlings Banden beitritt. Knöchlings Banden beitritt. Ins Spiel kommt. Deiner Zungenbrecher. Wirft eine beliebige Anzahl an Spielern deiner Wahl je eine Karte ab. Immer wenn eine legendäre Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, mildert eine beliebige Anzahl an Spielern deiner Wahl je eine Karte und verliert einen Lebenspunkt. Mhm. Aha. Okay. Ich finde das eine durchaus interessante Karte, weil du kannst es einfach für einen Mana random discard haben, der später vielleicht noch eine Upside hat. Du kannst aber auch die selber discarden lassen, wenn du damit was machen kannst. Du kannst dich auch selber millen, du kannst auch einen Gegner millen. Und für einen Mana ist es halt so billig, dass du es in eine Deckstrategie leicht reinforcen kannst, sozusagen. Ja. Es sollte der größte Raubzug seines Unlebens werden, finde ich auch sehr gut. Ja. Ich muss gestehen, es gibt ja einige Bandenbeitritte. Also, ja, es gibt von sehr vielen von diesen Bösen gibt es einen Bandenbeitritt. Und ich finde die Bandenbeitrittkarten fast alle interessant und oder gut. Wir stellen auch einige davon vor. Okay, cool. Teilweise mehr, als wir die Kreaturen selber so vorstellen. Aber bei Tiny Bones ist anders, da machen wir auch ihn. Knöchling der Taschendieb für ein schwarzes. Eine 1-1 legendäre Kreatur Skeletträuber, so damit ich es auch noch rausbekomme. Der hat mir die Zunge gestohlen, darum kann ich nicht mehr sprechen. Er selber hat nämlich keine. Todesberührung. Eklar. Immer wenn Knöchling der Taschendieb einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Nicht-Land-Permanent-Karte deiner Wahl aus dem Friedhof jenes Spielers wirken und Mana beliebigen Typs kann ausgegeben werden, um jeden Zauberspruch zu wirken. Okay, das heißt, also du wirst zuerst die Karte, dass er abwirft mit seinem Bandenbeitritt. Ja, dann spielst ihn, millst den Gegner noch für eins. Dann hat er vielleicht noch was Orges. Und dann kannst du angreifen gehen mit einem Death-Toucher, den er vielleicht gar nicht so gern blocken will. Genau. Hat halt wieder das Problem, du musst die Mana bezahlen. Ja. Aber ja. Da ist aber. Ich meine, auf einem Mindset-Drop wäre es auch ein bisschen broken, wenn du das nicht machen würdest halt. Ne? Aber ich finde den auch schon sehr gut. Ja, ist auch sehr witzig. Das Artwork ist auch ganz lustig. Das Artwork ist auch cool. Also, da werden sicher Leute auch irgendwelche Commander-Decks bauen. Wieder mit dem. Ja, Tiny Bones ist relativ gehypt aktuell. Also, finde ich eine coole Karte. Ja, gefällt mir. Und war auch die letzte schwarze. Ein schöner Abschluss für heute. Ui, geht dahin. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen und Kommentare. Genau. Likes. Like, Follow. Abonnieren. Glockensymbole. Bing, bung. Soziale Medien nutzen. Ganz wichtig. Der Algorithmus. Feedet den Algorithmus. Genau, habt uns lieb. Damit wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Baba. Ciao, Servus. Knöchling der Taschendieb. Also Knöchling ist so... Sehr weird. Sehr weird. Aber ich finde dabei übersetzt.